Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem liebsten Elevator Boy, den ihr auf Wish bestellt habt. Hallo Freunde, ich fühle mich wie die billige Version von den Elevator Boys gerade, aber I feel it, I love it und ich habe heute richtig spannende Produkte für euch und vor allen Dingen spannende Neuheiten. In den letzten Wochen kamen natürlich wieder super viele neue Produkte raus. Einige Produkte habe ich auch schon eine ganze Weile getestet und ihr liebt es, wenn ich Produkte, die ich schon getestet habe, euch nochmal zeige, vielleicht in einer anderen Kombination und mit den Techniken, die ich im Alltag für mich umgesetzt habe, die sich bei mir im Alltag so ein bisschen eingeschlichen haben, weil ich damit bessere Erfahrungen gemacht habe. Und wir haben sehr, sehr spannende Produkte heute hier. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche, Freunde. Mir geht's gut. Ich habe im Moment so ein bisschen Bauchschmerzen mit der Zeiteinteilung von meinem Live, aber ich glaube, ich bin nicht ganz alleine damit und ich merke, dass ich viel mehr machen wollen würde, als das, was ich gerade machen kann. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mit euch heute einen wirklich schönen Look schminken. Ich habe nämlich eine Idee im Kopf, der wirklich vor allen Dingen auf die Base fokussiert ist. Augen machen wir oft. Base, habe ich das Gefühl, kommt bei mir immer so ein bisschen zu kurz und deswegen möchte ich mit euch heute einfach über die Base reden und vor allen Dingen Produktkombinationen zeigen, die ihr vielleicht so noch gar nicht gesehen habt. Und wir starten tatsächlich auch mit dem NYX Plump Right Back Primer. Den habt ihr am Montag, glaube ich, gesehen. Ich liebe den. Ich benutze den, seitdem ich ihn getestet habe, jeden Tag. Der ist super schön frisch, er zieht schnell ein und ihr braucht wirklich nicht viel davon. Der sorgt einfach dafür, dass so trockene Hautstellen ein bisschen an die Haut gedrückt werden und die Haut etwas praller aussieht von innen. Und für mich ist Skincare, das habt ihr in den letzten Wochen auch gesehen, wird immer wichtiger. Ich habe für mich mittlerweile eine Routine gefunden, wo ich sage, okay, das passt für mich gerade. Aber wenn ich Make-up mache, ändere ich meine Routine so ein bisschen. Ihr habt gesehen, dass ich die Produkte von Yepoda vor allen Dingen fürs Make-up benutze, für den Alltag. Ich muss halt immer gucken, dass das, was ich euch sage, Sinn macht. Weil dadurch, dass ich 3 Videos die Woche drehe, für meinen Kanal, natürlich dann noch für TikTok, für Instagram, ganz, ganz viele andere Content-Produkte mache, kann ich natürlich euch auch nicht jeden 3-mal die Woche, 4-mal die Woche, 5-mal die Woche dasselbe zeigen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ab und zu so ein bisschen durchwechsel. Für die Foundation habe ich mir tatsächlich gar keine Foundation ausgesucht. Ich wollte eigentlich den Catrice 24-Hour Hyper Hydro Skin Tint benutzen. Ich habe aber gerade erst ein Video für Catrice dazu gemacht auf dem Catrice-Channel. Kommt in den nächsten Wochen, deswegen gebe ich die jetzt noch mal kurz zur Seite. Ich habe aber was anderes für mich herausgefunden. Und das, Freunde, ist wirklich richtig, richtig krass. Wir brauchen dafür 3 Produkte. Und ich erkläre euch auch, warum. Ihr wisst, ich liebe es, Produkte zu mischen. Und als ich die NYX Bear With Me Concealer benutzt habe, habe ich sehr den dunklen vor allen Dingen als Bronzer benutzt. Und das hat super gut geklappt. Und daraufhin habe ich etwas anderes probiert. Und das ist wow. Ich habe das die ganze Woche jetzt getragen. Ihr werdet es gleich sehen, das ist der Shit. Mein Problem bei mir ist, ich komme dem langsam näher, was mein Problem mit der richtigen Farbe ist. Vom Unterton bin ich eigentlich gelb, aber dadurch, dass ich so eine rote Gesichtshaut habe, durch das, was ich tue, durch das regelmäßige Schminken und Abschminken, ist meine Haut natürlich recht stark gereizt. Das heißt, mein Unterton am Körper ist eigentlich gelb. Ich matche meine Foundation aber nicht unbedingt zum Hals, weil der sich auch schnell rötlich verfärbt, wenn ich mich aufrege, wenn ich mich freue. Ihr seht es, ich habe oft einen roten Hals. Ist nicht so schlimm, aber dadurch habe ich natürlich das Problem, in welche Richtung matche ich jetzt? Matche ich das jetzt mit meinen gelb-grünlichen Umpa-Lumpa-Fingern oder matche ich das jetzt mit meinem Hals und meinem Gesicht, was laufend rote Flecken bekommt? Und ich habe für mich herausgefunden, dass ich genau die Mitte daraus brauche. Wir nehmen diesen NYX Bear With Me Concealer in der Farbe Beige. Wir nehmen den NYX Bear With Me Concealer in der Farbe Camel und wir nehmen einen Liquid Blush. Und jetzt denkt ihr euch mit Sicherheit, Girl, what's wrong with you? A lot, aber diese Kombination ist halt perfekt. Hier ist der gelbe Unterton drin. In dem Camel ist das etwas wärmere, aber trotzdem farblich passendere. Und dadurch, durch den dunklen Concealer, kann ich meine Farbe jeden Tag anpassen. Manchmal bin ich ein bisschen heller, wenn ich kein Retinol benutzt habe. Manchmal bin ich ein bisschen dunkler, wenn ich vielleicht doch mal ein paar Minuten draußen war. Und mit diesem Blush kriege ich Glow und den Unterton ins Rosane. Trust and Believe. Ich nehme mir meine Mischplatte, die gibt es tatsächlich endlich wieder auf Giacomo Cosmetics und gebe mir einfach mal
drei Pumpstöße von dem Beige, anderthalb von dem dunkleren hier rauf. Und jetzt seht ihr schon, das ist farblich komplett was anderes. Und dann schüttel ich diesen Blush. Und das ist der NARS Liquid Blush in der Farbe Torrid. Ich habe tatsächlich noch keinen Liquid Blush in der Drogerie gefunden, der damit so funktioniert. Ich habe die Woche echt geschaut und probiert zu wechseln. Habe ich nicht gefunden. Jetzt sieht das Ganze aus wie so ein Fürst-Pückler-Eis. Aber das ist krass. Ich mische mir das Ganze und kann dann so ein bisschen schauen. Ich schau mal, dass ich euch das hier so ein bisschen zeigen kann. Das passt sich jetzt an und vom Unterton kriege ich es jetzt wärmer. Die Dunkelheit oder die Helligkeit der Foundation kann ich dann ein bisschen anpassen. Und look at that. Wir machen wie erstmal eine halbe Seite. Der Blush hat natürlich nochmal ganz, ganz andere Partikel mit drin, die die Foundation jetzt nicht mit drin hat. Das schimmert alles ein bisschen ebener, das schimmert alles ein bisschen feiner. Und ich arbeite mir das Ganze jetzt einfach mal ein. Dieser Serum Concealer hat eine sehr, sehr gute Deckkraft als Foundation. Für mich persönlich, ich möchte gerne mehr Deckkraft unter den Augen haben. Und schaut euch bitte mal an, wie perfekt ich die Farbe jetzt anpassen konnte. Das passt gut zum Hals und vor allen Dingen, wenn der gleich so ein bisschen rötlicher wird, wenn ich lange mit euch rede und das ist ja auch sehr warm hier, dann habe ich mein Perfect Match gefunden. Und in dem Serum Concealer ist natürlich auch Pflege mit drin. Dieser Pilz ist da mit drin. Ich bin kein großer Freund von Pilzen, außer auf der Pizza. Wobei, egal. Aber ihr seht es, das passt sich halt perfekt meiner Hautfarbe an und ich kann das dann sehr ebenmäßig in den Bart, in den Hals einblenden. Und das sieht natürlich aus, weil wir dürfen nicht vergessen, unser Make-up, wenn wir Full-Coverage-Make-up benutzen, wir geben das ganze Leben aus unserer Haut, dieses Rötliche, diese Unebenheiten, machen wir weg. Aber das sieht dann halt sehr maskenhaft aus. Und in dem Moment, wo ich diese Glowy Foundation und diesen Blush damit reinbringe, sieht das Ganze wirklich aus wie Haut. Falls ihr braucht nicht die Produkte, aber probiert das Ganze mal aus. Wenn ihr die ähnlichen Probleme habt wie ich, und ich weiß, viele von euch haben die Probleme, dann macht das Ganze mal, probiert es wirklich aus. Dann nehme ich mir einen Beauty-Schwamm und blende mir einmal kurz einfach hier noch rüber. Dieser Serum Concealer ist von der Deckkraft her sehr leicht und sehr flüssig. Das heißt, er passt sich auch perfekt in die Hautfarbe an. Aber jetzt seht ihr sofort, wie schön und natürlich die Haut aussieht. Und das ist krass, das habe ich bei einer Foundation so noch nicht gehabt, dass das so perfekt passt durch diese Kombination. Man kann das halt immer anpassen. Und jetzt ist das Ganze perfektioniert, ausgeblendet und ich hole euch ein Stückchen heran. So könnt ihr das Ganze auch nochmal sehen. Ihr seht, ne? Das ist, ich rede da oft in den Livestreams, die ich für Asam beispielsweise mache, darüber, dass ich ein großer Freund davon bin, harmonisch zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das nur Einbildung ist. Ich bin großer Freund von Placebo-Effekt. In dem Moment, wo ich die Produkte schon in meinem... Oh, was ist das hier? In dem Moment, wo ich die Produkte schon in meinem Gesicht habe, durch Pflege, durch die Foundation, die ich mir angemischt habe, und die Produkte dann nochmal benutze als Blush, wie jetzt diesen NARS Blush, wird das Ganze unterschwellig sehr harmonisch. Ich nehme jetzt mal meinen eigenen Pinsel. Kommt wirklich bald, Freunde. Es tut mir total leid, aber die Qualitätskontrolle dauert tatsächlich wesentlich länger, als wir es geplant hatten. Passt sich der nochmal viel, 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 viel besser an meiner Haut an. Und ich arbeite auch erst mit dem Blush, weil ich den hier ein bisschen näher an mein Auge bringe. Das ist so eine Technik, die bei mir ganz gut funktioniert. Und ich finde das Gesicht dann so ein bisschen fokussiert. Dann gehe ich hier einfach ein bisschen rüber, über die Nase, über die Augen. Und die Haut ist frisch und ja, feucht. Und im Prinzip müsste man das Ganze jetzt nicht setten. Im Prinzip müsste ich jetzt nicht mal Concealer benutzen. Ihr kennt mich, machen wir trotzdem. Aber das ist erstmal so ein Stand, wo ich sage, wow. Bevor wir das machen, muss ich nochmal ein riesen, riesen Lob an euch und an Kiko sprechen. Dieser Sculpting Touch Stick in der Farbe 201. Ich benutze den seit dem Kiko-Video jeden Tag und ich liebe den. Der hält wirklich so verdammt gut, das ist unglaublich. Und ihr seht es auch, ich setze die Kontur wesentlich höher, als ich das vor 5 Wochen noch gemacht habe. Und ich nehme jetzt auch den Pinsel, das ist die, müsste die Nummer 1 sein. Und blende das mit dem Blush-Pinsel aus. Und dadurch kriege ich auch hier den Blend viel, viel weicher. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare,
welche Produkte ihr gerade für euch neu entdeckt habt und wo ihr glaubt, Mensch, das könnte dem Maxim gefallen. Wäre ich super gespannt. Ich würde unbedingt gerne mal wieder so, dass ihr mal Make-up bestimmt oder dass ihr mir eine Liste schreibt mit Produkten, die ich unbedingt testen soll. Und dann mache ich das. Ihr mögt das gerne und ich mag das persönlich auch sehr, 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 sehr gerne. Base sieht frisch aus. Base ist snatched. Base ist ebenmäßig. Ich liebe das. Wir kommen zum Concealer. Und da habe ich mich hier etwas gekauft von Revolution. Ich bin ja eigentlich kein Revolution-Freund mehr. Aber ich dachte, das ist ein Dupe zu diesem Charlotte Tilbury Under Eye Corrector. Ist es auch. Ich habe leider nur eine zu helle Farbe genommen. Das ist die Farbe Light to Medium. Ich hätte die Medium-Farbe nehmen sollen. Aber das ist im Prinzip ein Concealer, der auffällt. Und ihr seht, der ist jetzt natürlich recht hell, aber ihr braucht nicht viel. Er erinnert mich auch so ein bisschen an diesen Kevin O'Quinn, habe ich euch mal gezeigt, da habe ich mich völlig verkauft. Das ist der Concealer mit der höchsten Deckkraft. Das ist wirklich wie so eine dicke, dicke, dicke Zahnpasta. Und da ist so viel Pigment drin, dass das alles überall hinschwimmt. Aber in dem Moment, schaut mal, wo ich hier einfach nur so einen leichten Lichtfokus setze, hält es das komplette Make-up auf. Das sieht jetzt noch kurz verrückt aus. Ich platziere mir den ganz gerne einmal hier so ein bisschen schon mal. Und dann gehe ich mit einem Concealer rein und den blenden wir aus. Das bringt aber diesen Lichtfokus einfach nochmal wo ganz anders hin. Ihr seht es auch hier auf der Nase. Kann man das gut aufsetzen? Habe ich bei Douglas gekauft. Ich verlinke euch den mal. Im Prinzip geht auch ein heller Concealer. Ich finde, bei Concealern ist aber, die sind sehr, sehr dünnflüssig und dadurch muss man immer so ein bisschen aufpassen, wie man den verblendet, dass es zu viel ist. Und bei so einem etwas pastigeren Produkt kann man das punktuell, finde ich, etwas besser mit einem Pinsel ausblenden. Concealer ist drauf und auch den blende ich mir jetzt erstmal mit einem Schwamm aus. Schaut mal, jetzt verbindet sich der Concealer mit diesem Brightening-Effekt. Ich muss immer in die Kamera schauen, dass ihr das seht. Und das ist wie so ein Inner Corner Highlight. Können wir noch ein bisschen intensivieren. Hier außen, auf dem Augenlid. Mit dem Rest gehe ich hier lang, um die Kontur noch so ein bisschen auszuschneiden. Mir fehlt das, Freunde. Mir fehlt das wirklich, dieses entspannt hier sitzen und mit euch zu quatschen, ohne irgendwie einen großen Plan zu haben. Ich weiß, die letzten Wochen war wirklich viel los hier und ich freue mich, dass ihr trotzdem noch mit dabei seid. Das ist natürlich für mich, der ja alles alleine macht, den ganzen Content. Ich habe ja kein Management, ne? Ich kümmere mich um E-Mails, ich kümmere mich um Kooperationen und das ist halt bei 3 Videos die Woche natürlich auch super, super viel. Und es passiert ja im Hintergrund noch ganz, ganz viel. Wir sind ja immer noch dabei, ein Haus zu finden. Meine Firma, ihr habt es wahrscheinlich auf Instagram gesehen, wurde letztes Jahr angegriffen. Und ich habe jetzt 8 Monate um Giacomo Cosmetics gekämpft. Ich werde dann nochmal ein extra Video zu machen, wenn es dann wirklich alles soweit ist und ich das ganze Rebranding und so euch mitteilen kann. Und das zieht einfach total an meinen Kräften. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, den ich schön fand. Auf der anderen Seite hat er mich natürlich aber auch verletzt, weil er halt so treffend war. Da schrieb jemand, ich habe dich eigentlich immer ganz gerne geguckt, aber ich finde dich im Moment total uninspiriert. Nicht uninspirierend, sondern uninspiriert. Und das absolut habe ich der Person auch total recht gegeben. Es ist halt einfach schwer und ich will nicht meckern, aber es ist halt einfach schwer. Ich nehme meinen Microfiber Multitool Mini und sette das hier unter den Augen. Das ist, Freunde, Trust and Believe. Wait for it. Boom. Snatched. Gehe ich hier lang, kann die Kontur richtig, richtig gut ausschneiden und dann fokussiere ich mir das Baking Puder vor allen Dingen mit der Spitze hier von hier außen hin und hier hoch. Hab dann nochmal diesen Lifting-Effekt und gehe dann hier einfach nochmal so ein bisschen übers komplette Gesicht. And that's it. Und dann machen wir direkt weiter mit einem neuen Bronzer. Ich habe den schon eine Weile, bestimmt schon 6 Wochen oder so. Catrice und Essence haben sich wieder mit diesem zusammengetan und die 10 Wild Together Collection zusammen rausgebracht. Und ich habe hier den Bronzer von Lady. Trust and Believe. Der ist so, so schön. Erstmal, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, hat er hier so ein Pressing mit drin. Der ist schön kühl. Der ist nicht zu warm.
Und ich nehme einfach hier einen Pinsel, gehe hier rein. Der riecht ganz, 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 ganz leicht und bronze mir hier so ein bisschen noch die Wangenknochen und geht dann hier direkt oben lang. Das ist so ein schöner Bronzer. Das Video, was ich für Catrice gemacht habe auf dem Catrice-Kanal, ist auch heute am Dienstag online gegangen. Das heißt, jetzt ist das Ganze kein Geheimnis mehr. Deswegen darf ich ihn euch jetzt auch endlich zeigen. Der ist amazing. Der ist wirklich, wirklich gut. Dann gehe ich mit dem großen Pinsel einfach hier noch so ein bisschen rüber. Der ist halt gar nicht fleckig, ne? Der ist richtig schön pudrig, dass er sich gut anpasst. Wow! Ich freue mich, ich entschuldige mich aufrichtig, dass ich so lange nicht mehr so ein wirklich Sit-Down-Video gemacht habe und mit euch meine Techniken besprochen habe, sondern das Ganze eher so ein bisschen durchgehetzt habe. Ist mir aufgefallen, aber ihr kennt es selber wahrscheinlich aus eurem Leben manchmal. Ist es einfach so ein bisschen schwierig. Ich nehme den auch gleich und gebe mir den komplett auf mein Augenlid. So, ihr habt es gemerkt, Telefon hat geklingelt. Das passiert ja im Moment den ganzen Tag. Ich habe mir ein bisschen was von dem Bronzer komplett aufs bewegliche Lid und komplett aufs Auge gegeben. Ich finde, das sorgt dafür, dass das Ganze nochmal so ein bisschen frischer wird. Um wieder so ein bisschen Helligkeit ins Gesicht zu kriegen, benutze ich aktuell sehr, sehr gerne von Jaclyn Cosmetics diese Brightening Palette. Ich gehe einfach durch alle Farben durch und helle mir dann den unteren Augenbereich nochmal auf. Das gibt nicht unbedingt Deckkraft, das gibt aber so ein bisschen Dimension einfach noch ins Gesicht. Und vor allen Dingen hier im Inner Corner brightet das unwahrscheinlich schön. Als Mascara habe ich auf eure Empfehlung hin von L'Oreal die Volume Million Lashes in Balm Brown. Sehr, 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 sehr schöne Mascara. Auch die von Trended Up ist super, aber die macht nicht so krasse Wimpern. Ich gehe erst mit der hier lang und ihr seht sofort, zack, Lashes sind da. Und das sieht dann nicht ganz so hart aus. Und für die Lippen habe ich noch einen Dupe für euch. Ihr kennt mit Sicherheit alle dieses Dior Lip Glow Oil. War in aller Munde bei TikTok die letzten Monate. Rival de Loop hat seit Jahren schon so ein Lippenöl und das ist genau dasselbe, Freunde. Kostet einen Bruchteil. Und das ist der fertige Look mit den neuesten Produkten. Vor allen Dingen aus der Drogerie, die wirklich gut funktionieren bei mir mit diesen neuen Techniken. Farblich ist das alles so ein bisschen passender. Und ich muss sagen, ich liebe, liebe, liebe diese Techniken. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen und euch ja so ein neues Update von meiner Schminkroutine gebracht mit Produkten, die ich im Moment sehr, sehr gerne mag. Schaut in den Videos, die ich euch oben in der Ecke verlinkt habe, gerne einmal vorbei. Dort findet ihr alles, was in den letzten Wochen hier los war. Vielen Dank, dass ihr immer noch hier seid. Vielen Dank, dass ihr mich weiterhin unterstützt. Bis zum nächsten Mal. Habt ein zauberhaftes Wochenende.